Hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Kappe, letztes Mal ging schon hardcore los. Ich hatte riesen Probleme beim ersten Boss, aber der hat uns hier eine Treppe, also nicht die da, die war schon vorher da, aber die hier freigeschaltet. Und was ist das hier? Kann man neue... Aber es gibt keine neuen Supers. Das sieht ein bisschen halt so wie diese Gebäude aus den normalen Spiel, wo man... Nein, das ist ein Boss. Kampf den kalten Kult. Okay. Ja, okay. Schauen wir mal rein, ob die Eskalation weitergeht. Wir haben mal erstmals ja schon ungefähr das Gefühl bekommen, wo die Reise hingeht. Auch wenn ich mich hier ein bisschen dumm angestellt habe. Oh nein, der kann fliegen. Okay. Gut, dass ich den Verfolgungsschuss habe. Ah, das kann man parieren. Alles, was pink ist, kann man halt parieren. Ich habe Kaffee noch, ne? Ja, mal schauen, ob ich den Dash brauche. Okay, mit dem Schuss. Oh, du Drecksack. Ich dachte, die kommen immer gerade runter. Das wird, by the way, das Wort des Let's Plays sein wahrscheinlich, was ich am häufigsten verwende. Drecksack. Okay, er verwandelt sich. Ich scheine in der nächsten Phase zu sein. Okay, da kommen Sachen raus. What? Ich brauche den Dash auf jeden Fall. Ich brauche den Dash. Wir müssen Kaffee wegmachen und ich brauche den Dash. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall brauche ich den Dash. Das brauche ich ohne Dash gar nicht erst probieren. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie weit ich bei der Phase war. Oh, ich wollte gar nicht komplett aufs Spiel raus. Wir haben 6% übrigens. Was mir sehr wenig erscheint, weil ich habe hier schon mal hingeguckt. In dieser Liste. Es scheint nur 5 Bosse zu geben. Wenn jeder nur 6% macht, sind das 30%. Ist irgendwie merkwürdig. Vielleicht werden noch weitere freigeschaltet, nachdem man die hier gemacht hat. Das kann natürlich sein. So, ich brauche auf jeden Fall meinen Dash. Ohne Dash geht gar nichts. Aber mit dem Schuss bin ich hier ganz gut aufgehoben, denke ich. Ah, scheiße, die Karte kriege ich nicht. Es ist eigentlich relativ simpel zu parieren hier in Phase 1. Das ist eine normale Karte. Da will er mich verarschen. Ja, okay, jetzt verwandelt er sich. Das passiert relativ fix, habe ich den Eindruck. Ja, Dash. Das macht er zweimal, der Drecksack! Oh, ja. Okay, er macht das aber nicht immer zweimal. Das ist zufällig. Ja. Ich gehe mal zurück zur Karte. Phase 1 ist dieser Verfolgungsschuss zwar gut, aber in Phase 2 ist, glaube ich, der Kreise super. Der Kreise macht halt mehr Schaden dann und den treffe ich trotzdem. Okay, du. Ich denke, es wird in DLC so ablaufen, dass ich pro Part eine Folge brauche. pro Boss eine Folge brauche. Es ist halt komplett blind, Leute. Es ist komplett blind. Ich muss jedes Schema neu lernen. Genau wie bei normalen Let's Play vor einiger Zeit. Ich muss alles neu lernen. Wenn man die Schemen dieser Bosse kennt, dann sind die auch ungleich einfacher, aber noch kenne ich sie nicht.
So. Ah. Er macht es entweder unten oder oben. Ah, scheiße. Ah, Mann, ich wollte die Suppe noch machen. Jetzt bin ich in die reingesprungen. Oh, da habe ich Glück gehabt. Was macht er jetzt? Was passiert jetzt? Oh, das habe ich zu spät realisiert, was da passiert. Aber ja, Kreisel in Phase 2 macht Sinn. Nicht in ihn reinspringen, das ist super unnötig. Du mieser Drecksack! Du mieser Drecksack! Die will ich haben? Ja, habe ich bekommen? Nee, 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 nee. Nicht mit mir, mein Freund. Ja, mach deine eigenen Viecher platt. So, gib mir mal eine Karte zum Parieren noch. Oh, ich bin in ihn reingelaufen. Super, super unnötig. Und die Karte habe ich auch verpasst. Jetzt fängt er da... Okay. Ja, 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 ja. Eiswürfel. Klack, der zerteilt. Ah. Ja, hier ist wieder viel auf dem Bildschirm los. Aber okay. Das habe ich irgendwann drin. Ja, nee, ist klar. Ich muss sagen, auch wenn ich noch nicht so viel von den DLC gesehen habe, ist jetzt gerade mal der zweite Boss. Ich liebe es. Was habe ich Cuphead vermisst? Du mieser Sack! Ich werfe zwar in diesem Let's Play wahrscheinlich mit vielen Kraftwörtern um mich, aber ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es abgöttisch. Also auch wenn ich mal sehr, sehr salzig sein sollte, das kann nämlich mal vorkommen, ist das immer noch ein hammer geiles Spiel. Ja, da ist er von oben gekommen. Nee, geh nach. Oh, das ist teilweise echt assi. Und dabei ist das nicht mal die schwierigste Phase. Das ist nämlich erst die dritte. So. Diesmal kriegst du mich damit nicht. Aha. Was passiert hier? Okay. Oh, okay, das sprengt sich auseinander. Aber Verfolgungsschuss ist wieder in Phase 3, glaube ich, angesagt, weil man den nicht so einfach trifft. Im normalen Spiel habe ich den halt so gut wie gar nicht benutzt. Ich glaube, es gab ein oder zwei Bosse. Aber hier in DLC, vielleicht habe ich die passenden zwei Bosse gleich am Anfang ausgewählt. Ich will eigentlich Phase 1 ohne Gegentreffer. Ich will Phase 1 ohne Gegentreffer. Normalerweise sollte man auch, wenn man dumme Treffer kassiert, trotzdem weitermachen, um den Boss besser zu lernen. Aber hier... Ja, okay, Phase 3 habe ich noch nicht so wirklich... Du... Phase 1 ist eigentlich einfach, aber ab und zu ist er auch ein richtig, richtiger Drecksack. Thank you.
Mhm. Ich mach mal trotzdem weiter jetzt. Ich will jetzt eine Karte noch bekommen. Ja, das mit den Schusswechseln, das ist doch Blödsinn eigentlich. Auch wenn dieser Schuss nicht so viel Schaden macht, die Eisklumpen sind eigentlich schnell genug weg. So, das ist jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Ich warte mal ab, was er macht. Ja, das war dumm. Das war einfach dumm. Jetzt macht er das wieder. Ja, da kommt dieses Vieh und du musst genau... Das RNG kann ein richtiges Arschloch sein. Das RNG kann ein richtiges Arschloch sein. Ich muss diese Phase halt mit 3 Leben überstehen. Es gibt keine Alternative dazu. Ja, genau! Da wird meine Gier nach der Karte bestraft. Okay, gleich den Kühlschrank-Move. Okay. Ja, er macht es manchmal hoch und manchmal unten. Okay, Kühlschrank-Move. Oh, jetzt macht er das noch öfter. Okay. Ja, ich habe wieder nur ein Leben. Okay, das hat er eben nicht gemacht. Ja. Ich sag mal so, 2 Leben in Phase 3 und dann passt das, dass ich einen Treffer gut habe. Aber wie auch mich die ganze Zeit auslacht, ne? Dieser blöde Eismann. Um mal Kraftwort zu benutzen. Du bist ein so mieses Arschloch, ey. Ja, Karte. Ja. Komm, gib mir Karte. Und lach mich nicht aus. Ja, du. Natürlich nur eine normale Karte. Nee. Ja. Gut. Okay. Was machst du als erstes? Kühlschrank, okay. Das war jetzt sehr, sehr fail. Aber wenigstens wurde ich dadurch nicht getroffen. Okay, Kühlschrank. Oh, lol. Nein, ich habe die Parade verkackt. Das kann doch nicht wahr sein. Was zum Teufel? Nein, das hat mich überrascht. Ich habe panisch reagiert. Nein, ich weiß doch, dass er das macht. Oh, das war so knapp. Und mir hat nur eine Karte gefehlt. Ja, machbar. Ist super machbar.
Hör auf mit dieser Scheiße! Ja, ich mach mal weiter. Wenn ich durch Phase 2 ohne Gegentreffer durchkomme, ist das immer noch mehr als drin. Ah, hab ich irgendwas gesagt? Ich mach mal trotzdem weiter. So, was... Ah! Das Positive ist, die Phasen an sich dauern nicht so lange. Nee, die Karte will ich nicht. Genau, die will ich. Nee, 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 nee. Das Lachen wird dir noch vergehen, du Drecksack. Nein! Okay, er wechselt. Kühlschrank? Oh. Okay. Das ist... gar nicht so schlecht, was hier gerade passiert. Und schnell weg. 3 Leben, Leute. So gut war ich noch nie. Was, womit fängt er an mit der Scheiße? Nein, das war unnötig. Verdammte Scheiße, ich hab gleich die Ulti. Mit der Ulti wäre er weg gewesen. Oh, dann komme ich da mit 3 Leben an und dann spiele ich da so eine Scheiße zusammen, ey. Das ging schon fast nicht schlechter. Nein, 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 nein. Gib mir eine vernünftige Karte, nicht den Schmutz. Okay. Dann sind wir jetzt schon hier. Ja, Kühlschrank ist eigentlich mein Lieblingsmove. Okay, dann macht er den. Ich muss hier weg. Okay. So. Ich muss hier weg. Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass mich ganz am Anfang das nicht getroffen hat. Fuck my life, Alter! Oh Gott, war das Glück. War das ein Glück. Er ist ein mieser Punkt, Punkt, Punkt. So, ihr könnt euch jetzt denken, was ich sagen wollte. Ja, ihr wisst es alle. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, ich komme jetzt öfter in der dritten Phase mit 3 Leben an. Irgendwann wird das dann halt sitzen, wenn ich keinen Blödsinn mache. Okay, ja, die Karte möchte ich haben.
Dir wird noch das Lachen im Halse stecken bleiben. Dafür sorge ich. Mhm. Oh, das ist, glaube ich, keine gute Idee, was ich hier mache. Oh, Glück gehabt. Ich wurde nicht getroffen! Wie viel Glück war das denn, bitte? Okay, okay. Diesmal keinen Blödsinn machen. Keinen Blödsinn machen. Okay, gut überstanden. Da muss ich ziemlich von der Ecke weg. Ah, scheiße! Aber ich krieg gleich die Ulti. Ich krieg gleich die Ulti. Nein! Verrecke! Es ist ein Millimeter, oder? Ich bin zu panisch geworden. Ja, wir werden hier auch keine Fails rausschneiden, wie das manch anderer tut. Wir gönnen uns die volle Breitseite. Ich will auch ehrlich gesagt keine Fails rausschneiden, damit man sieht. Ich will das gar nicht ausdrücken, aber damit man sieht, wie man besser wird. Bisher ist es noch sehr, sehr peinlich. Okay, er fängt nur mit einer Rolle an. So, ich warte mal, bis er mit der Kühlschrankscheiße fertig ist. Hm. Aber das ist noch okay. Das war nicht okay. Ja, ein Leben. Das ist schon wieder RIP. Ein mieses Arsch! Good day for us. Well, it's on. Ich werde mal gleich ver... Nee, aber nicht so. Den Kreiseschuss in Phase 3 auch probieren. Normalerweise sollte ich ihn relativ häufig treffen und von Schaden her ist das besser als der hier halt, ne? Ich probiere das mal auf, wie häufig ich ihn treffe. Komm, gib mir die richtige Karte. Nein! Ja, die möchte ich sehen. Mach die Eisbolzen weg. So, mit womit fängst du an? Damit, okay. Ja, das ist genau das Vieh, ne? Das ist manchmal so unfair. Ah, hab ich nicht aufgepasst. Ja, ich probiere das jetzt mal. Wie oft ich den so treffe. Ich glaube, ich bleibe beim Verfolgerschuss. Das ist sicher. Ah, du bist. Das wird wieder eine ganze Folge, Mann! Naja. Die Bosse, wo ich richtig struggle, die kommen ja dann noch, ne? Ich kann mich an einen Trailer erinnern. Da war so eine komische Kuh. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Den hier kennt man auch, jedenfalls die letzte Phase, das haben sie im Trailer gezeigt. Da haben sie halt die hier, die man neu jetzt spielen kann, vorgestellt. This match will get red hot.
Aber langsam fängt er mir an, auf den Sack zu gehen. Den Dash brauche ich halt. Also andere Fähigkeit fällt vollkommen flach. Ich könnte höchstens überlegen, vielleicht den Kreiseschuss rauszunehmen. Für was anderes, aber ich wüsste nicht wofür. So, ich habe fast Fähigkeit. Jetzt muss ich erst gucken, was er macht. Okay. Da warten wir mal ein bisschen ab, bis er damit durch ist. So, jetzt muss ich es aber mal langsam zünden. Ansonsten rentiert sich das nicht mehr. Okay. Kühlschrank, sehr gut. Okay, 3 Leben. Und jetzt Konzentration. Ja, da brauche ich mich nicht mal für bewegen. Das ist gut. Hau ab mit deinem scheiß Auge. Nein, Mann. Das ist so unnötig, ne? Gib mir die scheiß Parade. Und ich werde tot sein, wenn er nicht stirbt. Ja! Du mieser Drecksack! Ich hab's dir gegeben! Alter, ich hab so Angst vor Expert. Das wird wild! Warum wollte ich das nochmal? Ah, Leute, das wird cool. So, da wird wieder was freigeschaltet und ich habe eine weitere Zutat. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, ob das wirklich... Ah, hier kann ich das gar nicht feststellen, wie viel Prozent das ausmacht. Naja, Leute, das war der zweite Boss. Es war wieder ein bisschen Eskalation. Ja, es wird wahrscheinlich so weitergehen. Ich hoffe, euch gefällt's und bis zum nächsten Mal. Ciao!